Mitten im Oberallgäu ist er daheim. In Altstetten bei Sonthofen. Und hier bewahrt er auch seine Schätze auf. Für Ludwig Maul ist dieses Holz genau sein Holz. Von Bäumen, die Extreme gewöhnt sind, die Wind und Wetter widerstehen. Wilde Bäume, ganz hoch droben. Ich bin Bergsteiger und da kommt man halt viel in Zirbelwälder. Und Aloysius, der Geruch, mich hat das Zirbelholz auch schon fasziniert. Die wilde Baum, von der Stadt, ein wilder Baum. Ein Baum aus der höchsten Region. Die wachsen ja 9 bis zum Teil 3000 Meter. Ich sehe, Zirbelholz ist mir das liebste Holz. So eine Zirbelkiefer kann 1000 Jahre alt werden. Ihr Holz fasst sich weich an. Und wer einmal daran gerochen hat, der vergisst diesen süßlich-harzigen Geruch wohl nie wieder. Aus diesem Zirbelklotz soll nach und nach eine Christbaumkugel werden. Ich am Anfang, da habe ich das größte Eisen. Jetzt wird aber aus dem Achteck wird rund gemacht. Und dann entsteht die Kugelform. Und dann, das sind verschiedene Arbeitsschritte, wo ich dann wieder umspannen muss. Aber wie gesagt, jetzt zunächst einmal die grobe Form. Eines braucht man dabei. Ein untrüglich sicheres Augenmaß. Selbst wenn erst einmal nur ein Zylinder entstehen soll. Bis die Kugel fix und fertig ist, wird eine Stunde vergehen. Beim Umspannen kommen wir der Kugelform schon näher. Und jetzt beginnt das, was das Drechseln so faszinierend macht. Wie sich Schicht für Schicht die Form herausschält. Und das durch das Fingerspitzengefühl von Ludwig. Durch Druck und Bewegung des Drechseleisens. Das Drechseln hat sich der Schreiner im Ruhestand vor etwa 20 Jahren selber beigebracht. In einer Zeitschrift hat er dann die Christbaumkugeln eines Drechslers aus Norddeutschland gesehen und die Geschichte einfach selber ausprobiert. Diese Schablonen sind sozusagen der Trick 17. Denn er hat noch einiges vor mit seiner Holzkugel. Das gibt das Muster für die Krippe mit, mit den drei Krippenfiguren. Diese Christbaumkugel soll also die Weihnachtsgeschichte mit Josef, Maria und dem Jesuskind erzählen. Und dazu muss sie ausgehöhlt werden. Am Ende werden die Kugelwände nur 1 bis 2 Millimeter dünn sein. Und das ist ein drechslerisches Bravourstück. Durch die Bohrlöcher kann Ludwig Maul die Wandstärke kontrollieren. Und damit wird's interessant. Es geht ans Aushöhlen der Kugel. Was kann jetzt da passieren? Dass sie zu dünn wird, dass sie irgendwo durchkommen. Oder dass mir da, dass das ganze Stück da vorne wegbricht. Ist also schwer zu erklären, aber es passiert halt ab und zu. Ganz vorsichtig, mit Gefühl, führt er das Aushöhleisen in der Kugel, um das Holz von innen abzutragen. Bei jeder Kugel ist das der Augenblick, der über ihr Schicksal entscheidet. So schnell kann's gehen. Damit ist eine Menge Arbeit kaputt. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation für mich, wenn man da zuschaut und filmt. Ist schon, ja. Der berühmt-berüchtigte Vorführeffekt. Zum Glück hat Ludwig noch einen anderen Rohling und bei dem läuft das Aushöhlen wie am Schnürchen. Auch das Drechseln der Kugelspitze macht keine Probleme. Fertig. Zumindest der erste Teil. Jetzt geht es ans Veredeln der Kugel. In Ludwigs Werkstatt gibt's noch viele andere Drechselstücke. Sie alle verkauft er für einen guten Zweck. Der komplette Erlös geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Als Großvater von 4 Enkeln ist in seinem Haus immer was los. 2 davon probieren mit ihren Freundinnen seine Zirbelholzkreisel aus. Achtung, fertig, los! Ludwig weiß, nicht alle Familien haben so ein Glück. Darum helfen er und seine Frau mit Spenden. Uns geht's gut, wir sind gesund, wir haben gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder. Und allein das ist uns Motivation, nur dass wir
wissen, dass es jetzt selbstverständlich ist, dass man ein gesundes Kind hat. Und wenn man da unten sieht, was das für kleine familiäre Notfälle sind, wenn man so ein Kind hat, wo man weiß, von dem muss man sich in ein paar Jahren verabschieden, das stelle ich mir schlimm vor. Und wie gesagt, das macht uns schon ein bisschen zufrieden, wenn man weiß, ich kann ein paar Kinder im Jahr die Möglichkeit geben, dass es im Kinderhospiz ein paar Wochen Urlaub machen, Ferien machen kann mit den Eltern. Weil das wird ja zum großen Teil durch Spenden finanziert. Die haben also einen Spendenbedarf im Jahr von 1 Million. Und ich sage mir, wenn ich wie es die letzten paar Jahre immer über 10.000 bin, dann trage ich 1% dazu bei. Und das macht uns ein bisschen, ich will nicht sagen stolz, aber das freut mich, dass es so ist. Jetzt ist die Mutter Maria für die Christbaumkugel dran. Neben seiner Schreinerlehre hat er auch eine Ausbildung zum Holzschnitzer in Tirol gemacht. Der Vater hat die Allgäuer Holzschnitzer gemacht. Aber sein Wunsch war natürlich, dass ich das auch lerne, im Winter Holzschnitzer machen und im Sommer auf die Alp gehen, weil das bei ihm auch so war. Aber es hat dann Gott sei Dank meine Mutter durchgesetzt, dass ich wenigstens einen ordentlichen Beruf habe lernen dürfen. So wird er Lehrer für Werken in einer Mittelschule und schnitzt nur nebenbei. Erst im Ruhestand steckt er die Weihnachtsgeschichte in eine Zirbenholzkugel und erlebt seine Leidenschaft aufs Neue. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn man als Holzschnitzer leben will, dann muss man entweder ein talentierter Künstler sein oder ein guter Geschäftsmann. Und beides habe ich da. Seine Kundschaft liebt auf jeden Fall diese Kugeln. Ludwigs Frau Ursula kommt mit einer Stammkundin. Ja, was hast du denn da wieder für wunderschöne Stücke? Also das ist meine Lieblingskugel. Die habe ich als erstes gekriegt und die finde ich am allerschönsten. Ich auch. Also Ludwig, ich schenke mir ja selber zu jedem Adventssonntag eine Holzkugel. Jetzt sind es aber bloß 3 Holzkugeln und der Advent hat 4 Sonntage. Wirklich? Ja. Oh, ich wollte Erneuerung. Jetzt genau. Müsstest du noch mal eine erfinden. Also bis zum 4. Advent sozusagen. Ja, genau, richtig. Versprochen. Bis zum 4. Advent bräuchte ich dann noch mal eine. Aber ich finde es einfach so was Schönes, diese Holzkugeln am Christbaum. Und jetzt weiß ich auch noch, wo sie herkommen, dass der Ludwig sie selber macht. Und das ist für mich jedes Jahr eine Freude, die einfach am Christbaum zu sehen. Ich tue sie nicht mal übers Jahr weg. Ich habe daheim eine große Glasschale und da lege ich die alle rein. Und dann kann ich mir das ganze Jahr anschauen. Also vielen Dank. Und euch noch einen schönen Nachmittag. Für Gott. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wirklich Friede ist nicht der, der alles hat, was er sich wünscht, sondern der, der sich nichts wünscht, was er nicht hat. Und so erfüllt sich mit jeder Christbaumkugel ein kleines Stück seiner ganz eigenen Weihnachtsgeschichte.